hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rupier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, wie gehabt, neuer DLC-Charakter ist aufgetaucht. Das heißt für mich wieder, ich muss das Spiel wieder auspacken und spielen. Also muss nicht, aber ich will es. Und ja, auspacken ist eigentlich voller falsche Wort, weil das Spiel ist auf meiner Konsole installiert. Also ja, auspacken muss ich gar nichts, aber ja, vom Titel her seht ihr ja schon, wie heißt der, Terry Bogard, ne? Von Fatal Fury? Nee, warte, das ist der. Warte mal, Fatal Fury ist das. Fatal Fury ist doch der Film, oder? Mit den Autos. So, warte mal, bevor ich mich hier total zum Affen mache. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wo kann man das nochmal machen? Audiothek, Spielereien, so. Miitopia, nee. Irgendwo muss ja neue Musik sein von dem DLC, ne? Ja, ich weiß es natürlich wieder nicht. Hier, doch Fatal Fury. Wer ist noch mal der Autofilm? Ich kenne auch Final Fury, das Mo von der Tales of Serie, aber ja, okay, was soll's. Ich lag richtig, wie immer. Also ja, Fatal Fury, Terry Bogard. Terry. Weiß nicht. Oh, King of Fighters. Nehmen wir natürlich grün, ne? The King of Smash. Ich weiß nicht besonders viel von diesem Charakter. Ich habe den schon mal gesehen. Mit Fatal Fury sagt mir auch was, aber ist nicht mein Genre. Das war so Super Nintendo. Wie nennt man solche Dinger? Beat'em Ups, ne? Du hast von links nach rechts, haust alles aus dem Weg, was denen im Weg kommt. Das ist irgendwie, als würdest du so ein Bud Spencer-Film irgendwie spielen. Also ja, ungefähr so läuft das ab. Wir machen Ticketstart natürlich und ja. Ich habe mir nur den Release-Trailer angesehen von dem Typen, als er damals angekündigt worden ist. Also ich weiß nicht, was er drauf hat. Oh. Das ist ein cooler Level. Okay, das sieht aus wie Demon Fang aus der Tales of Serie. Demon Fang, Demon Fang oder Demon Fist, ja, Tales of Excel, ja. Demon Fist. Der Typ hat schon jetzt irgendwie, sieht aus, als wäre er irgendwie aus Street Fighter. Keine Ahnung, für mich sieht er irgendwie aus wie eine Kreuzung aus Ken und Ryo. Warte mal, das stimmt sogar. Ich dachte, das laber ich hier gerade Mist, aber nee, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Dabei ist auch Ken eigentlich schon eine Kopie von Ryo, mehr oder weniger. So sieht aus wie Ryo. Ja. Na, warte mal. Boom. Für was ist das nochmal? Capcom, oder? Shoryuken! Warum sehe ich hier bei King of Fighters? Das hat nicht eine komplett andere Spielserie? Demon Fang. Ja, diese Angriff heißt jetzt so. Okay, cool. Das ist auch übrigens der letzte DLC-Charakter. Ich meine, es wurden schon wieder neue angekündigt. Es sollen, glaube ich, noch mal 5 neue auftauchen. Und der mal richtig cool ist. Aber ja. Bis jetzt ist das der letzte. Ich werde mir natürlich den nächsten Fighter Pass auch holen, damit ich die auch schon mal habe. So, ich gucke uns mal hier die ganzen Fähigkeiten an. Power Wave, Demon Fang, meine ich. Dein Schokolade besitzt eine Luft geringe Reichweite. Okay. Burning Air, Nackele, der Vorschnell mit Gewalt nach hinten. Vorwärtssprung mit. Okay. Nach hinten, was meinen ihr damit? Soll ich da mitten drin noch? Raketenartige Angriff mit beiden Füßen gegen Gegner in der Luft lässt sich leicht seitlich steuern. Dann gehen wir mit der Knie in der Luft, verpasst ihn dann einen Schlag schräg nach unten. Spezialtechniken für jede Situation. Die Stärke deiner Anfänge von der Knopfdruckdauer ab. Kurz drücken, schwächere, kürze Verwundbarkeitsphase. Gedrückt halten, stärker mit größerer Reichweite. Steuerbefehl. Verstärke deine Angriffe durch bestimmte Steuerbefehle. Ach, das ist genau wie in Street Fighter an, also mit den Street Fighter Charakteren. Du kannst sie auch so einsetzen, ne?
was sie dann auch stärker macht. Also ja, ja, so Halbkreis, Halbkreis, Viertelkreis, so die üblichen Dinger. Warum Schaden mehr? Jetzt kannst du durch bestimmte Steuerbefehle besonders mächtige Spezialtechniken ausführen. Nehmen für einen Einsatz von Super Spezial versuche Zeit 100% Schadenswert oder mehr. Auf ein Drittel oder weniger reduziert. Okay. Power Geysir. Oh, da muss er aber. Oh Gott. Oh Gott. Sind zwei Viertelkreise. Oh Gott, da werde ich doch nie im Leben schaffen. Also mal versuchen. Dort habe ich mal Viertelkreis. Boom. Hat ich mal den einen angefahren, soll er uns mal nach unten und oben drücken. Aber soll dieser Angriff nach hinten sein? Okay. Okay, ich drücke jetzt nach hinten und B und da macht er den ja. Ich drücke nach vorne und B, ich mache den ja. Das ist cool. Er hat zwei verschiedene Angriffe sozusagen. Okay, cool. Okay, irgendwie, irgendwie kriege ich nur den Angriff hin. Der ist nach hinten. Okay. Kurz halten und dann okay, Power Dank. Das ist als die Zettel kriege ich nie bei so Kampf spielen. Oh. Oh ja. Aua. Ah, jetzt habe ich das mal eingekriegt. Und ich glaube, der tut dadurch auch ein bisschen höher. Aber ich will es halt in der Luft machen. Hi. Sind ich auch so ein Frauenschwarm? Sieht aus wie so ein Frauenschwarm, weil ich das so einen langen Zopf. Darauf stehen die Mädels, nicht wahr? Den glaube ich auch mit einer rum. Boom. Naja. Und ich habe nicht kaputt, ich schmeiße einfach aus dem Ring, weil ich ein Gentleman bin. Ja, okay, haben wir die Testphase abgeschlossen, machen wir jetzt mal vernünftig weiter, ne? Also so gut wie es geht. Ist nicht schlechter Charakter bisher. Ich wollte schon sagen, hau mich jetzt nicht herunter. Ich habe das voll geplant. Nein. Okay. Also was wie wo wärst du noch auf Deutsch? Ich kenne immer nur den englischen Namen. Incineroar. Diese Feuerkatze, dieses Pokémon. Oh Gott, ich habe jetzt mal Angst, dass ich da runterfliege. Demon Fang, Demon Fist meine ich. Er ist wortwörtlich Demon Fist von der Tales of Serie. Schießen Energiebel am Boden ab. Demon Fist, boom. Ha. Gott. War ja egal. Egal. Wie gesagt, King of Fighters. Fatal Fury kenne ich jetzt nicht aus. Ich habe schon mal irgendwie Let's Plays oder so von gesehen. Aber so mein Spielgenre ist halt nicht so, weiß ich nicht, aber vielleicht wäre es das, ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch nie so eins gespielt, wenn ich so darüber nachdenke. Hey, hey, auf meine Projektile abzuwehren. Und eine Cappy und ein Zopf, der sieht echt aus wie Ken. Ich würde sagen, der amerikanische Version von Ken, aber Ken ist ja schon Amerikaner, glaube ich. Irgendwie so eine Anspielung hier. Aber hier gegen so viele Charaktere auf einmal kämpfen muss, weil man läuft ja von links nach rechts und auch wenigstens alles hat jedenfalls alles weg, was einem im Weg kommt, ne? Ja, da ist irgendwie so eine Anspielung daran, ne? Es kommen immer wieder neue Gegner, die ich alle kaputt muss. Boom, tschüss. Oh, Dreck. Da kannst du aber sehr.
Okay, dann macht er mit den Beinen. Okay, ich will das Schwert. Jetzt, wo ich irgendwie so sehe, den Charakter hier so was einsetzt, Demon Fang, erinnert mich immer nur mehr daran, dass ich auch einen Charakter von der Tales of Serie mal in dem Spiel haben will. Komm schon, Bandai Namco ist jetzt mehr oder weniger. Boah. Arbeitet ja auch mit an dem Spiel, ne? Also so unmöglich ist das jetzt nicht mehr. Jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht. Hat er vor kurzem Tales of Vesperia raus. Warum nicht mal Yuria reinpacken, ne? Weiß ich nicht. Lloyd von Tales of Symphonia. Das ist halt so, hat Final Fantasy 7 unter Entrance aufspielen. Ja, weg bist du. Also kommt schon. Ich meine, ein Tales of Charakter, da kommt ein Soul Calibur vor. Soul Calibur 2 oder so. Also. Aber okay, das ist von Bandai Namco das Spiel. Also ja. Da macht es ein bisschen mehr Sinn. Jetzt haben wir übrigens noch keine Probleme. Oh. Du rollst, ich hau dich weg. Er will. Aber ja. Nein. Oh, komm schon. Das war's. Nächster. Ich habe beinahe deinen Hund geschlagen. Hättest du dazu gesagt, ey, da. Ganz YouTube irgendwie auf mich losgegangen. Jetzt ein bisschen knapp, aber. Oh Gott. Kannst du wieder haben. So. Boah, klingt voll schmerzhaft. Dich. Aha. So ein ganzes Maskottchen hier. Wo ist denn dann der Mario? Ist ja nicht Maskottchen genug. So ein Ding auf mich runterfallen lassen. Auf Spinne. Hi. Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Kannst du knicken? Schau dich weg. Ich hab dir eine Faust. Nein. Oh, okay. Irgendwie nicht mitbekommen, dass ich ihn gegrabt habe. Ja, geh weg. Oh, ich kann irgendwas machen. Wie macht man das nochmal? Oh Gott. Power Geysir. Oh Gott, da ist gar nicht ein. Boah, da krieg ich doch nie im Leben, ne? Ich wäre so einer in diesen competitive Sachen hier. Einfach. Okay. Ich habe einfach nur wie wild meinen Controller in irgendeine Richtung bewegt. Und A gedrückt und das hat geklappt. Geil. Also so wie ich früher immer so Beat'em-ups gespielt habe. Einfach in irgendeine Richtung gedrückt und einfach den hier gemacht. Und das klappt sogar die meiste Zeit. Nein, da wollte ich nicht. Nein. Nein. Boah, ist das. Ach ja, man kann ja gedrückt haben. Also. Komm, ich habe keine Zeit, Mann. Oh Gott. Kannst du es wagen? Er wollte mich gerade treten, ich habe es gesehen. Genau sagt. Gott. Oh Gott, ich wusste ja, irgendwann passiert das. Nein. Jawohl. Los, nächster. Hunde. Ich bin voll auf Tef. Ich bin voll auf Testosteron. Nein. Okay. Ist noch näher gekommen, gut.
natürlich jetzt andersrum gewesen, ne? Dann wäre es das. Kann ich auch. Ah! Ja, einfach gegrabt. Bleib mal stehen. Ah, bleib mal stehen, Alte. Okay. Okay, macht schon Spaß mit dem. Der hat ein paar ausgefallenere Moves als so Rio und Ken, finde ich. Sind ein bisschen besser. Oh, das macht er noch nicht mal kaputt. Ich glaube, ich das ja als Einsammel bringt das überhaupt. Sonic Boom. Nee, falsche Serie. Mein Street Fighter und Fatal Fury, jetzt sind so zwei vollkommen verschiedene Sachen. Na komm, bitte mal. Jawohl, klappt sogar. Wie kommt man aber da oben hin? Da muss er erst hier kaputt machen, da muss er zurücklaufen, genau. Oh ja. Aber das habe ich nicht nötig, Mann. Okay, Boss. Meister Hand, Crazy Hand. Jetzt kriege ich wahrscheinlich auf die Fresse, ne? Pass auf. Oh. Rio, Ken und Terry. Hey. Aber ich bin doch Terry. Ich mach mich jetzt fertig, pass auf. Fall in die Fresse. Ah, ich hab doch nach rechts. Ah. Dieser Fetter, ich bin gerade auf den Zug gedüst. Jetzt mal gut, das gibt's genug Schaden gemacht, finde ich. Aua. Nein, ich habe doch. Ah. Das geht raus. Dann hat auch hier nur am Boden. Nein, mein Schild. Ja, danke, ich voll darüber fliegen müssen mit diesem Angriff, aber nee. Wie du siehst aus wie ich. Ja, meine gute Frage, wer kam zuerst? Ken oder Terry? Aber zuerst da. Ich nehme an Ken. Ich glaube, das Street Fighter 1 zu dem Zeitpunkt, was nie jemand gespielt hat. Das ein merkwürdiges Spiel war. Soll ich mal reinziehen, ne? Jawohl. Okay, der Kampf war besser. So, jetzt du. Komm her, Terry. Ich bin Terry. Ich kann nur eingeben. Weil ich hatte meinen super Angriff, ne? Wenn ich genug Dings habe. Oh, der Bauch. Okay, das war's. Oh. Also hat Gefühl, Meister und Crazy Hand wären schwieriger gewesen. Okay, cool. Kein einziges Mal verrückt. So muss das. Boom, 9.1. Spielt seit Monaten kein Smash, schafft trotzdem 9.1. So muss das. Okay, die Musik sagt mir gar nichts. Ich glaube nicht, dass ich irgendein Lied von Fatal Fury kenne. Ich konnte nie überhaupt solche Angriffe machen. Von dem, was ich so von dem Spiel weiß, das sah halt nicht irgendwie so übernatürlich aus, dass die irgendwie solche Schockwellen so am Boden und so abschießen konnten und so. Also sah noch relativ, sag mal, realistisch aus, so was ich von dem Spiel kenne. Aber okay, mal wieder Smash Bros. Gezockt. Haben wir wieder für ein paar Monate Pause. Weiß ich nicht. Aber so läuft das hier, ne? Und dann nur mal zeigen, ja. Aua, das Interesse an Smash Bros. Ist natürlich noch bestehen, aber. Ja. Wenn man schon alles fast erledigt hat hier, ne? Dann. Weiß ich nicht. Aua! Dann irgendwann lässt das auch mal ein bisschen nach. Ne? Ich könnte online spielen, habe ich mal ein, zwei Mal versucht, aber weil nicht. Immer wenn ich mal online spielen, ist das entweder voll am Ruckeln oder weiß ich nicht. Irgendwie gewinne ich da irgendwie so 50-50 nur. Manchmal gewinne ich, manchmal verliere ich. Weil ich verliere manchmal gegen Leute, die eigentlich nicht gut sind. Und das regt mich irgendwie auf, weil ich kenne irgendwie
versucht echt so hier competitive irgendwie so ein bisschen im Spiel zu sein, aber und ich kenne auch die ganzen Sachen so, habe schon so Turnier-Videos und all sowas angeschaut und so. Ich weiß, wie competitive Play von diesem Spiel aussieht, und weil ich so online sehe, ist nicht competitive Spiel, und ich krieg davon voll auf die Fresse. Ich spam irgendwie nur Angriffe und so, und ich falle auch jedes Mal irgendwie darauf rein, obwohl ich eigentlich weiß, ja, dass davon dürfte ich eigentlich nicht kaputt zu gehen sein, aber dann schaffe ich es doch irgendwie kaputt zu gehen, und ja, das regt mich dann voll auf, und dann habe ich keinen Bock mehr auf online. Und so läuft das. Außerdem bin ich allgemein nicht so eine Person, die online gern spielt, also da kommt man dazu. Aber hey, was mal hier wieder einen Charakter, von dem ich Story und jetzt hier wahrscheinlich noch das Brett spielen muss. Ne? Da kommt ja auch noch dazu, ich kann gar nicht mehr daran gedacht. Schon vor 20 Minuten, das ist voll wenig. Und dann kommt ja noch das Brett. Ja, da habe ich auch schon wieder neue Charaktere angekündigt worden sind. Ich habe mir, ich glaube, letztens kam irgendwie so eine Direct oder so, die habe ich mir eigentlich angeguckt. Da hätte ich vielleicht auch schon gesehen, was der alles so drauf hat und so, ne? Aber habe ich mir nicht angeguckt. Vielleicht sind ja schon wieder neue Charaktere angekündigt für den neuen Season Pass. Ich weiß es nicht. Hey, Link. Herakles. Und wir haben ein Ticket zurückbekommen. Gut. Alles klar, dann machen wir mal das Brettchen. Ich nehme an, Brettchen ist da wieder hinzugefügt worden, ne? Ich habe gar nicht nachgeguckt, also hier war dann, ne? Oh, da war gar nicht der fünfte, warte mal. Joker, Held, Benjo und Kazooie. Und der, okay, ich dachte, da wäre schon der letzte gewesen. Ne, Piranha-Pflanze, ne? Piranha-Pflanze, aber die war kein offizieller Season Pass Charakter, ne? Also ein steht noch offen. Vielleicht wurde er auch schon angekündigt. Ich habe mir halt noch nicht angeguckt. Wenn ich mal nachholen, versuchen. Und ja, gucken wir mal. Ja, diese Charaktere sagen mir alle gar nichts. Genauso wie irgendwie so Charaktere von Fist of the North Star. So, wir nehmen einen anderen Kämpfer natürlich. Den Terry. Den Terry Allen. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, und dann kommt hier noch einer. Da sieht immer noch so, als wäre hier noch Platz, aber ich sag ja nichts. Terry. Au, 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 au. Okay, warte nicht. Okay, das sind ein Sterne Gegner, den wir mal noch ohne Vorbereitung und so schaffen, ne? Senkte Sprungkraft für alle. Okay. Ich komme trotzdem hoch. Hat man mich jetzt gerade. Okay, ich dachte, ich habe mal. Okay, ich würde sagen, das dürfte jetzt aber kein Problem sein. Andy Bogart, alright. Ja, englisches Wort rausge. Ich habe gerade noch auf meinen englischen Kanal Fire Emblem aufgenommen, also kann sein, dass ich noch ein bisschen auf Englisch eingestellt bin. Okay, sagt mir nichts, Bogart. Der Mann irgendwie der Vater, Bruder von Terry, keine Ahnung. Ich würde mich gerne korrigieren, also die Lore von Fatal Fury, das ist jetzt, da könnt ihr mir ruhig, weil ihr nicht alles spoilern, was ihr wollt. Ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwann ein Spiel davon spielen werde, also ja, könnt ihr euch durchdringen mit was, mit ihr über das Spiel wisst. So, ein Charakter ist noch übrig, wer könnte das sein? Mir direkt mal danach irgendwie mit direkt an oder auch immer rausgekommen ist, diesen Tag da ist irgendwas rausgekommen, ich weiß das, aber ich habe mir ja nicht angeguckt. Die haben schon was irgendwie auf Facebook so gezeigt, ja, was der Typ alles drauf hat und so. Da ist bestimmt auch irgendwie ein neuer Charakter und so hinzugefügt worden, weiß ich nicht, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Also jetzt nicht einmal mehr rein, werde ich mal nachholen nach diesem Part. Joe Higashi aus wie so Charaktere aus so richtig alten Animes. Kim Kafan. Okay. Gibt es aber noch ein Kampfspiel? Nee, nee. Weiß ich nicht.
Oh, wow. Okay. Einfach zum Mond geschickt, ey. Das sah jetzt aus. Alter. Warum sehe ich über King of Fighter? Das ist auch eine komplett andere. King of Fighter, das ist eine Kampfserie, das weiß ich. Habe ich auch noch nie gespielt, weiß ich auch so gut wie nichts von, aber ich weiß, das ist eine Kampfserie. Boom. Aber weiß jetzt nicht, was die damit zu tun haben. Ist er irgendwie in der gleichen Welt von denen oder so? Die Lore ist ziemlich groß, der hat 4 Sterne, von dem halte ich mich doch fern. Hey, den kenne ich. Okay, gehen wir zu dem mal. Sie kommt mir bekannt vor, aber vielleicht ist das einfach nur Design, weiß ich nicht. Hey, warte mal, sie kenne ich. Sie ist von ja, ist das Spiel, hatte ich mal die Samurai Showdown oder so. Das ist auch so ein Kampfspiel gewesen, weil da war mehr oder weniger Soul Calibur nur im asiatischen Stil und bevor Soul Calibur überhaupt rauskam, also Charaktere gehabt mit Waffen, die sich gegenseitig bekämpft haben. Das war richtig brutal, das Spiel, glaube ich. Ja, mit dem Gegner erledigt hast du also, der ist in 2 Teile zerfallen, aber richtig brutal. Ja, mal gerne wieder spielen. Alf und Clark. Sind die von Contra? Das ist wie so Charakter von Contra. Habe ich auch noch nie gespielt. Also wie Klassiker noch nie gespielt, aber Contra ist auch von Capcom, oder? Oder ist ja nicht von Konami. Ich glaube auch Capcom, weiß ich nicht. Seid ihr irgendwie so ein Capcom-Marathon oder was? Das heißt, wir haben noch Raum für den Tales of Kart, da kommt schon Bandai Namco. Machen wir ein Bandai Namco Event. Wir haben ja von Square Enix mit dem Held Banjo Kazooie von Rare, Persona, boah, von was ist Persona nochmal? Atlus. Kommt schon, da können wir noch Bandai Namco reinpacken. Los, Tales of, komm. Einer Ryu Sakazaki. Hey, Son Goku. Oh, ich wechsle mal, weil 3 Sterne, das ist vielleicht. Also machen wir das noch mal. Da. Grün. Nicht gut, dass ich sie so benannt habe. Rot, grün. Ja, der ist auch voll, der sieht auch voll aus wie Son Goku. Ich gucke mir mal an, orange Klamotten. Hey! Er sieht das recht aus wie. Wollen uns irgendwie eine Nachricht senden oder was? Apropos Son Goku, boah, ich freue mich voll auf. Wenn mit der Kacke, warte, ey. Kommt auch direkt auf den Kanal hier, ey. Das wäre das beste Dragon Ball Z-Spiel, das ich hier gesehen habe. Oh Gott. Au! Ich bin nicht mal annähernd tot. Nehmen fest. Nehmen fest. Manche habe ich erst nicht getroffen. Okay, treffe ich noch mal. So, lang lebe der König. Ryo Sakazaki. Keine Ahnung. King of Fighter. Fatal Fury. Ich glaube, die Charaktere von Fatal Fury sehen so ein bisschen, weiß ich nicht, so normal aus, sag ich jetzt mal. So wie Terry. Wir haben irgendwie so ein Shirt, eine Cappy und so. Ryo Kusanagi. Okay, ich habe immer noch nicht Probleme, also. Machen wir mal mit dem Team wieder. Ryo Kusanagi. Captain Falcon. Und ich habe Zero als Geist, der hat auch einen Zopf. Sieht geil aus mit den beiden. Ich bin. Und ich habe in Real Life einen Zopf, also ja. Passt doch perfekt. Zopfregal schlägt zu. Boom. Oh Gott, verdammt. Ich werde nicht in den letzten Sekunden ja noch anstrengen. Ich habe mit dem Boden aufgelöst. Boah, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich habe mich sowieso wieder hoch. Also, mach's mir hier nicht so. Boom. Oh,
nächste. Ich hau auch weg. Power Dive. Power Dive. Wir hat zum Mond geschickt. Ja, mit Ridley vorhin aber am besten irgendwie. Er ist einfach weggeflogen. Zu den endlichen Weiten. Du hast auch Feuer angegriffen. Nein, warum jedes Mal in der Luft? Flieg weg. Oink. Ich habe noch nie den seine Ultimate gesehen hat. Wäre mal nicht schlecht, wenn wir die mal sehen könnten. Ne? Ja, wenn wir schon ne? Spätestens beim Level 4 Gegner hier. So, Lori Yagami. Fancy. Warum ist dort überall die Sprungkraft gesenkt? Hi. Oh, also Bombenwald, wollte schon sagen. Was ist denn das für ein Ort, ey? Okay, wenn wir es schaffen, mal kurz unser Ultimate zu bekommen, dann würde ich die gerne mal aktivieren. Da soll es wieder nah am Gegner dran sein. Oh Gott. Stimmt, Sprungkraft wurde vorhin. Ich habe mich schon gewundert. Warum habe ich das nur so knapp darauf geschafft, ey? Was? Warum hat denn er da so wenig gehabt? Okay. Boom. So, wer fehlt noch? Der Typ noch, Jeez Howard. Haomaru. Der ist aus diesem Samurai-Spiel, das weiß ich. Man leuchtet Einzelteile zerschneiden konnte. Oh, brutal. Ich glaube, der Grund, warum ich hier so einfach gewinne, ist Ausdauerkampf, ne? Keine Ahnung, weil irgendwie nicht Gefahr, man läuft irgendwie nicht Gefahr, so schnell rauszufliegen, finde ich. Außerdem mache ich die dann zu schnell kaputt, ey. Ich habe noch so viel AP übrig. Los, hau mich, ich will meine Ultimate. Ich will mal sehen, was meine... Geh weg damit. Ich will mal sehen, was meine Ultimate kann. Das war nur ein Gegner, das ist voll einfach. Los, mach, greif mich an. Das krieg ich Ultimate, ne? Los, komm, hau mich. Oh Gott, jawohl. Okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Wieso komme ich näher an den heran? Hi. Oh, voll in Fresse. Und da war er tot. Habe ich gerade HP, da habe ich verloren. Ich war noch nicht nur bei 14%. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Habe ich deutlich KP verloren? Ich war noch nicht bei 14 KP, so. So, sie ist auch ganz bestimmt auch von Fatal Fury, ne? Bestimmt irgendwie so ein random Typ, den man verprügeln muss. Irgendwas setzt auf Spezialtechnik ein. Keine Musik. Nett. Das ist auf jeden Fall Fatal Fury. Aua! Okay, das ist ein bisschen nervig hier, oder? Auf mich abzuschießen. Habt ihr gesehen, wie ich die nicht was gegeben habe? Ja, lass mich hinter die Röhre. Da bin ich irgendwie am sichersten. Eigentlich könnte ich voll die Röhre durchschießen, ja, mit diesem Angriff, genau. Au! Diese Pisser. Ich habe mich beinahe damit rausgehauen, ey. Ich mir einen Panzer gegen die Fresse gehauen habe. Meinen eigenen Panzer. Guck mal her.
wahrscheinlich die erledigen, ne? Nein, oh, ich bin umgedreht, deswegen mache ich den Angriff die ganze Zeit. Ah. Der Kampf ist ein bisschen nervig. So, die ist weg. Gut. Ich habe deine Meisterin getötet. Machst du jetzt hier? Boom. So, 69% habe ich jetzt gerade. In die Fresse. Nee, okay. Hat die Ultimate gerade mir nur irgendwie, weil er nicht voll viel Schaden gemacht. No, das gibt's jetzt nicht. Da versuchen wir nochmal. Das gibt's jetzt nicht. Dich nehme ich mal mit. Ah! Du, komm mal her. Aber warte, du. Flieg und Sieg! Das gibt's jetzt nicht. Nein! Verpiss dich! Mach das Schwert, Flieg und Sieg! Das gibt's jetzt. Wie oft muss ich dir eigentlich noch das Ding in den Hintern stecken? Jawohl! Boah! Nimm dein Schwert mit. Weil eigentlich meint es, okay. Athena, Asamiya, keine Ahnung. Bestimmt aus King of Fighters oder irgendwie sowas, ne? So, jetzt noch der Typ, der irgendwie, weil nicht aussieht wie Rao aus Fist of the North Star. Jeez Howard. Keine Ahnung, er sieht irgendwie so aus, als wäre der finale Boss von irgendeinem Spiel. Ist auch bestimmt, ne? Ja, okay, der sieht überhaupt nicht so aus wie der. Gehen nun Zweikampf zwischen uns, alles klar, das dürfte zu schaffen sein. Du, au. What? Oh Gott. Warum machst du nicht? Warum hat der das jetzt nicht gemacht? Jetzt noch mal. War jetzt ein bisschen doof. Natürlich musste ich noch einmal frecken, ne? Ist klar. Okay, komm her. Stärker Gegner, okay, dann weiß ich, was zu tun ist. Da was? Ach, der hat auch so einen Sprintangriff, der irgendwie die Gegner berührt, ne? Oh Gott. Habe ich ja schon wieder tot gesehen. Also, wo ich mich nicht graben kann, ist in der Luft. Ich bleibe in der Luft. So. Kommt sogar halbwegs. Stimmt, der Mii hat irgendwie so einen Konterwurf irgendwie. Du greifst jemanden an und der wirft dich. Dann sprintst du auf jemanden zu und wirfst ein. Ne, das ist auch ein Move. Boom in die Fresse. Boom in die Fresse. Ja, schon wieder so ein Charakter, den finde ich richtig cool. Der ist genau wie Captain Falcon. Der hat so. In seiner Angriff haben nicht irgendwie irgendwelche Gimmicks oder so. Den einfach nur, weiß ich nicht. Verschiedene Angriffe halt, ne? Verschiedene Moves halt. Verschiedenen Richtungen und so. Das ist ein Fernkampfangriff. Das ist halt das Einzige, was mich an Captain Falcon so stört. Er hat keinen Fernangriff. Ja, ja, der hat so einen Angriff. Boom. Wollte jetzt alle gerade zeigen, aber jetzt ist er schon tot. Okay, ja, der Charakter gefällt mir, der ist gut zu spielen, ehrlich gesagt. Ultra schnell an Notfall. So, war's dann mit dem Brett. Sehr geil. Und ich krieg Geld, geil. Gut, ich nehme an, das war so allgemein Capcom-Brett oder so. So gucken, wie heißt das überhaupt? Steht bestimmt dann, ne? Ich meine, die Charaktere sind alle aus Fatal Fury, aber der Rest irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Ah, guck mal, was wir kaufen können. Bis neu, kaufen. Zelda, ne? Bis neu, ich habe doch schon lange, oder? Oder war schon ja. Gut, alles war. Was das wieder für mich, von mir. Für diese Folge und wir sehen uns dann wieder, wenn ich kann mal zeigen, was ich so online ja so für Dinger bekommen habe bisher.
nicht viel. Ich habe nicht viel gemacht, also ja, ja, die Dinger wollte 5 Smash machen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ja, wir haben jetzt 10 verschiedene Kämpfer im schnellen Spiel an. Erzählen im schnellen Spiel 3 Chaos in einem einzigen Kampf und so. Ja, weil ich vielleicht mache ich das mal irgendwann alles ein bisschen. Also scharf bin ich jetzt auch nicht daran darauf. Gut, wie gesagt, nächster DLC-Charakter sehen wir uns wieder. Weiß ich nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst doch mal ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wird den Kanal sehr weiterhelfen. Und ja, bedanke mich alles fürs Zuschauen. Bye bye. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Projekt. Und so. Bye.